Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich sitze gerade im Auto und wir sind gerade unterwegs. Man sieht es unschwer. Ich hoffe, die Mikroqualität funktioniert jetzt, weil ich habe jetzt das externe Mikrofon nicht angeschlossen. Ich nehme gerade mit dem Handy auf. Sollte das nicht so sein, dann muss ich fürs nächste Video mal Anschlusskabel holen, dass wir das Rode Mikrofon anschließen können. Ich bin gerade auf dem Weg zum TÜV. Ich sitze gerade im Civic und wir fahren jetzt gleich, oder ich fahre jetzt gerade das Fahrwerk eintragen. Ich war gerade noch Scheinwerfer einstellen und ja, ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie es soll. Ich bin mal sehr gespannt. Also eigentlich ist das Fahrwerk ja TÜV-Höhe, auch wenn ich es sehr tief für TÜV-Höhe halte, aber wir werden es gleich sehen. Ich juckel gerade hier übrigens mit 80 durch die Baustelle, nur falls ihr euch fragt, warum ich mich denn da so langsam bewege, man sieht es ja hier. Es liegt einfach an der Baustelle, in die ich jetzt reinfahre. Bin mal sehr gespannt, ob das direkt auf Anhieb klappt und ich nicht hochschrauben muss. Es wird sich gleich zeigen, wenn ich da bin. Jetzt noch mal eben, die ich hier im Auto habe, nutzen, um so zwei, drei kleinere Sachen anzusprechen. Zum einen den Uploadplan, also den festen Uploadplan. Wie ihr seht, habe ich noch keinen. Das liegt ganz einfach daran, weil jetzt natürlich die Frage im Raum steht, soll ich Videos dann machen, wenn es was Neues gibt? Oder möchtet ihr trotzdem irgendwie feste Uploadzeiten haben oder feste Upload-Tage? Auch wenn jetzt, sag ich mal, nicht so viel Content drin ist, sondern einfach nur, dass ihr irgendwas zu sehen habt. Da müsst ihr mir jetzt Bescheid sagen, wie das aussieht, ob ihr da Bock drauf habt. Dann habe ich noch einen Punkt, und zwar ist jetzt am Mittwoch bis, glaube ich, Sonntag einschließlich die Techno Klassiker in Essen. Das ist eine Ausstellung für Oldtimer. Müsst ihr nur in die Kommentare am besten schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Das heißt, wenn das Video, also das hier jetzt, was ihr seht, online geht, dann läuft die Techno-Klassiker bereits. Das heißt, ihr müsst mir dann schnell in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt, weil ja, sonst fahre ich da auch nicht hin, weil das sind 18 Euro, die ich dann ausgebe für eine Karte als Student. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann ja, bringt es halt auch für mich nicht viel dahin zu fahren, weil ich würde das dann hauptsächlich auch für euch machen. Deswegen sagt mir da auf jeden Fall mal Bescheid. Und dann als nächstes Punkt auf meiner Liste im Kopf, also Uploadplan habe ich, Techno-Klassiker habe ich und übrigens, falls das hier jetzt so extrem wackelig ist, es tut mir sehr leid, aber die Straßen hier auf der A42 sind nicht die schönsten. Ja, und auch wegen dem Punto-Video, was online gegangen ist mit dem Ölwechsel, ich habe bewusst nicht viel erklärt bezüglich dessen, warum ich das Öl jetzt auf 10W40 gewechselt habe, weil ja eigentlich die Wasserpumpe im gleichen Video gemacht werden soll. Deswegen für euch jetzt nochmal zur Info, also es war so gedacht, dass das 5W40 rausfliegt, weil das für so einen alten Motor meistens zu dünn ist und das ist auch nicht Herstellerangabe des 5W40, sondern Herstellervorgabe ist 10W40, deswegen kam das jetzt wieder rein und ja, ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ich nehme mal an, um einfach dieses Wechselintervall zu strecken, weil das beim 5W40 Öl meistens länger ist. Aber kann ich euch so genau leider nicht sagen. Und ja, die Schraube, die Ölablassschraube ist jetzt einfach auch kein großer Akt gewesen, warum ich das nicht thematisiert habe, weil es einfach eine Ölablassschraube ist. Für euch aber zur Info, ihr müsst da, also wenn ihr selber am Punto 176 fahrt, ihr müsst da nicht irgendwie eine neue Dichtung für die Ablassschraube kaufen, auch wenn das so aussieht, wenn ihr die das erste Mal seht. Passt trotzdem alles wieder dran. Einfach nur gut zuziehen und fertig ist. Ja, wie gesagt, das war halt so eigentlich gedacht, dass in dem gleichen Video noch die Wasserpumpe gemacht wird. Aber habt ihr ja selber gesehen, irgendwie ist das nicht passiert, weil eben die Wasserpumpe doch nicht undicht ist. Wurde auch super schnell umgetauscht bei KH Autoteile, also für die Leute, die in Dortmund und Umgebung wohnen, die Jungs sind super, ja, die sind super kompetent und die Preise passen auch. Und ja, habe ich sonst noch irgendwas? Ach ja, B16, wann wird da eingebaut? Weil auch das irgendwie mal so zur Sprache kam,
Ja, B16 wird wahrscheinlich nach der Saison über den Winter eingebaut. Warum das Ganze? Das ist ganz einfach. Ich möchte nicht jetzt, wo die Saison begonnen hat, direkt das Auto stehen lassen müssen, weil B16 heißt natürlich auch, da muss ein paar Sachen neu gemacht werden und die Menge an Geld, die da reinfließt, kann ich jetzt nicht sofort vorschießen, um den Motor so schnell wie möglich drin zu haben und dann auch noch die Eintragung machen etc. Deswegen wird es so sein, der EJ6 wird leer gemacht, Motor wird in die Garage gestellt und dann bleibt der Motor erstmal bis zum Winter da. Klar, bis dahin wird das ein oder andere nach und nach gemacht, wie ich Zeit finde, wie ich das Geld finde und dann wird das auf jeden Fall alles passieren und ja, das sind halt so Sachen, das kommt dann immer so nach und nach und dann im Winter wird er eingebaut, einfach damit die Saison jetzt noch mit dem Civic genießen kann, weil wie gesagt, das macht uns einfach keinen Sinn, auch von dem Geld, was ich auch für den Civic ja jeden Monat ausgebe, macht es sonst einfach keinen Sinn und auch keinen Spaß, weil im Winter kostet mich der Wagen nichts, das heißt, ich kann dann ganz entspannt rumbasteln und rummachen und tun und ärgere mich nicht, dass ich nicht fahren kann. Ja, also für die Leute, die sich gewundert haben, wann das Ganze jetzt passieren wird. Ich habe den Wagen nur jetzt schon gekauft, weil der Preis einfach zu gut war. Also 1500 Euro habe ich bezahlt für den Wagen und ich denke mal, mit den ganzen Teilen, die ich für den Civic, also für den EJ9 jetzt noch liegen hatte, für den D14 Motor, komme ich bei einem guten Preis raus. Das heißt also, es tut nicht weh, irgendwie da jetzt das Geld ausgegeben zu haben. Und ich denke mal, für die ganzen Teile, die ich jetzt noch für den Swap brauche, sind wir auch nochmal bei 600 bis 800 Euro, ganz einfach, weil ja Zahnriemen gemacht werden muss. Da müssen die LMAs gemacht werden und, und. Aber das hätte ich bei einem anderen Motor gegebenenfalls auch machen müssen, bloß hätte ich da kein Spenderfahrzeug gehabt, aus dem ich noch ein bisschen Geld hätte schöpfen können. Na, also nur damit ihr da irgendwie auf der informationstechnisch richtigen Seite des Lebens seid, ja, also nur damit ihr euch nicht wundert. Ich hoffe, man versteht mich. Ich kann es leider nicht nachvollziehen, weil ich das Video jetzt während der Fahrt nicht wieder angucken kann. Muss ich sonst gleich mal machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da mehr Videos auch haben wollt, wenn ich während der Fahrt irgendwie so quatsche, weil ich habe ja gehört, so Quatschrunden findet ihr eigentlich ganz geil, deswegen mache ich das jetzt. Aber wenn ihr mehr während der Fahrt haben wollt, damit ich auch, weiß nicht, euch erzählen kann, wohin ich fahre oder so, sagt auf jeden Fall mal Bescheid, weil ich finde das während der Fahrt eigentlich ganz nice, auch wenn die Leute sich denken, mein Gott, ist der Junge behindert, der redet während der Fahrt mit sich selber oder so, aber ich finde das eigentlich ganz praktisch so, weil ich dann natürlich auch nicht nur zu Hause sitze und filme, sondern das Nützliche mit dem Praktischen verbinden kann, also es macht natürlich dann auch so einen Sinn. Und ja, habe ich sonst noch was auf meiner Liste? Ach ja, Karfreitag. Karfreitag fahre ich zum Nürburgring. Das heißt, wenn ihr da auch seid, sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Ich will jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, was für ein Community-Treffen oder so veranstalten. Also um Gottes Willen mit 40 Leuten in meiner Community sowieso nicht. Aber wenn ihr da seid, wäre cool auf jeden Fall, wenn man sich mal treffen könnte, mal ein bisschen persönlich vielleicht austauschen. Wie gesagt, Nürburgring, wahrscheinlich Brünnchen, ich weiß noch nicht. Ich werde auf jeden Fall filmen und die Kamera auf jeden Fall im Gepäck haben für euch. Dann geht es am Ostersonntag nach Holland zum Honda-Fest. Das werde ich mitnehmen. Da werde ich euch auch mit der Kamera quasi mitnehmen. Da wird es dann auch ein Aftermovie geben, oder wie man das auch nennen möchte. Ja, und ich denke mal, noch so ein paar andere Treffen im April. Weiß ich nicht, ob da noch irgendwas Spannendes ist, was ich mitnehmen kann. Aber ich denke auf jeden Fall, so ein paar Videos werde ich dann noch machen zu ein paar Treffen. Ich sehe schon wieder, ich bin 8 Minuten am Quatschen. Ich würde sagen, bis später. Ja, und das war's mit dem heutigen Video. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Eintragung bekommen. Das war jetzt eine 19-2 Eintragung. Die hat 148 Euro gekostet. Dafür sind Felgen und Fahrwerk eingetragen. Die Höhe war auch soweit in Ordnung. Also der TÜV-Prüfer hat sich gar nicht so wirklich darum gekümmert. Der hat sich erst 10 Minuten angeschaut, eingetragen, fertig, aus. Und ja, zu den Fragen, die ich gestellt habe, ganz einfach, ja, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, sodass ich Bescheid weiß, wie ihr das Ganze seht. Gerade bezüglich der Techno Klassiker und vor allem auch ja, zu den Upload-Plänen, zu den Upload-Tagen und Uhrzeiten, da ist auf jeden Fall eure Meinung gefragt, sodass ich mich danach ein bisschen ausrichten kann, weil natürlich zum einen müssen wir Watchtime vollkriegen, natürlich klar. Aber es soll natürlich auch Content sein, den ihr sehen möchtet. Ich denke, dann macht es Sinn, wenn man da irgendwie zusammenarbeitet und das irgendwie zusammen
hinbekommt. Was bleibt mir da noch groß zu sagen? Ach ja, wir haben übrigens jetzt mittlerweile 41 Abonnenten und insgesamt knapp 5300 Minuten Watchtime. Klingt natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, was man haben muss, damit man monetarisiert wird. Aber nichtsdestotrotz bin ich super, super happy. Ja, also ich danke euch sehr, sehr herzlich dafür. Was allerdings auch heißt, dass der Support natürlich deutlich weitergehen muss. Ja, also immer schön Däumchen nach oben, teilen, abonnieren und kommentieren. Ihr wisst ja Bescheid. Ganz einfach, damit meine Videos entsprechend bei YouTube höher gelistet werden. Ja, ich möchte auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das Video müsste jetzt eigentlich schon so um die 10, 12 Minuten lang sein, je nachdem, wie ich das schneide gleich. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.